So zum Ausklang des Wochenendes gibt es wieder einen Beitrag zum Zurücklehnen. Keine Frage, wer in Tübingen lebt, sollte doch wenigstens einmal den Neckar mit einem Stocherkahn befahren haben. Das dachte sich wohl auch Nicole Krieg, als sie ihren neuesten Roman geschrieben hat. Rendezvous im Stocherkahn spielt in Tübingen in den 90er Jahren. Rainer und Florence sind Studenten. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, kommen sich, wer hätte es gedacht, in einem Stocherkahn das erste Mal richtig näher. Doch dann, die romantische Bootsfahrt entwickelt sich zu einer mittleren Katastrophe. Der Hölderlin-Turm, das Wahrzeichen Tübingens. Er gehört ebenso zu der Universitätsstadt wie das Schloss oder der Neckar. Die Örtlichkeiten lernt der Leser in Kriegsromanen genauso kennen wie das typische Studentenleben. Das sah vor 25 Jahren aber noch etwas anders aus als heute. Die Zeit war ja ziemlich hedonistisch geprägt, also so, Hauptsache Spaß, diese Techno-Discos und auch die Mode, die jetzt ja gerade wieder kommt, war ja auch sehr stark, diese Plateauschuhe. Und was damals noch ganz schräg war, dass auch die Männer da quasi mitgemacht haben, sich so discomäßig aufgemotzt mit so Glitzerhemden. In diese Welt passt Rainer, der Hauptcharakter von Kriegs Liebesgeschichte, eigentlich gar nicht hinein. Rainer steht auf Rockmusik, spielt Gitarre und singt gerne Elvis-Lieder. Außerdem kommt er aus dem Rheinland und spricht Hochdeutsch. Also der kommt mit den Schwaben schon mal nicht so ganz gut klar und versteht auch Schwäbisch nicht so gut. Und das ist so ein Romantiker, aber auch wiederum, er hat so seine Neurosen und auch so diese Profilneurose, dass er eigentlich sehr viel von sich hält. Also er ist auch narzisstisch, aber auf seine Art natürlich auch wieder liebenswert und sehr charmant. An der Universität trifft der etwas kurz geratene Rainer auf die große und schöne Französin Florence, die zum Germanistikstudium nach Tübingen gezogen ist. Prompt verliebt er sich in sie. Rainer nimmt all seinen Mut zusammen und lädt Florence zur Geburtstagsfeier eines Kommilitonen ein. Der feiert auf einem Stocherkahn. Und weil Rainer seiner französischen Begleiterin imponieren will, greift auch er schließlich zur Stange, obwohl er noch nie zuvor einen Stocherkahn gesteuert hat. So gleich bemerkte er seinen Irrtum. Die Stange verhakte sich in den Flusskieseln. Rainer hing wie ein Mehlsack daran. Das Boot entfernte sich immer weiter von der Stange, die wie ein riesiger Zahnstocher mitten aus dem Neckar ragte. Seine Arme wurden zu kurz. Er ließ erst eine, dann die andere Hand los, vollführte noch ein paar unfreiwillig lustige Verrenkungen auf den von seinen vorherigen Versuchen glitschigen Holzplanken, bis die Schwerkraft schließlich gewann und er in den Neckar platschte. Trotz des für Rainer peinlichen Zwischenfalls scheint ihm das Glück hold zu sein. Er und Florence kommen sich schnell näher. Doch das romantische Treffen endet mit einem blöden Missverständnis, sodass Rainer letzten Endes ohne ein weiteres Wort wegrennt. Und wie wir wissen, 90er Jahre gab es noch keine Handys. Er hat keine Telefonnummer mehr von ihr, weil im Affekt zerreißt er alles. Und er findet sie dann nicht und er verschwindet dann. Er haut ab mit seinem Freund nach Frankreich. Und sie sucht ihn dann den ganzen Sommer und findet ihn natürlich nicht, weil er nicht da ist. Rendezvous im Stocherkahn eignet sich laut Krieg für jeden, der die 90er mag, auf Romantik steht oder einfach gerne lacht. Das Buch kostet 12,90 Euro.